Packen Sie den Miweber Bollerwagen-Dampfer aus und entfernen Sie die Schutzfolien der Bauteile. Im Lieferumfang befinden sich die Reifen, die Wanne, das Grundgestell, die Lenk- und Ziehstange, die Achsen und das Schraubenset des Bollerwagens. Schrauben Sie im ersten Schritt die Hinterachse an der Wanne des Bollerwagens an. Achten Sie darauf, dass beim Zusammenbau jeweils eine Unterlegscheibe zwischen Schraube und Mutter gesetzt wird. Ziehen Sie nun die Schrauben der Hinterachse fest und setzen Sie die Verstrebungen auf die Radachse auf. Auch diese Verstrebungen schrauben Sie bitte mit jeweils zwei Schrauben an den Grundrahmen. Stecken Sie nun das Rad auf die Achse auf. Die Räder werden nach dem zusätzlichen Aufsetzen einer Unterlegscheibe mit der mitgelieferten Mutter festgeschraubt. Nun können Sie auch die Vorderachse mit den zwei Schrauben an der Kippvorrichtung befestigen. Schrauben Sie die Wanne auf die Kippvorrichtung. Legen Sie den Arretierungshebel für die Kippvorrichtung auf und befestigen Sie diesen mit Schrauben. Stecken Sie nun die zwei Räder auf die Achse und befestigen Sie diese nach Auflegen der Unterlegscheibe mittels der mitgelieferten Radmutter. Stecken Sie die Lenkstange in die runde Aufnahme und schrauben Sie diese an die Lenkstangenhalterung. Der Bollerwagen Dumper von Miweber zeichnet sich durch seine Kippfunktion aus. So können Lasten von bis zu 300 Kilogramm bei einem Fassungsvermögen von bis zu 75 Litern problemlos transportiert und ausgekippt werden. Der Bollerwagen besitzt zudem eine Kippverriegelung, die dafür sorgt, dass die feste PP-Wanne bei großer Belastung sicher verankert bleibt. Für Stabilität sorgt die lenkbare Doppelachse, der robuste Stahlrahmen und die starken 10 Zoll Luftreifen. Ein gepolsterter Handgriff, welcher zugleich als Anhängekupplung umfunktioniert werden kann, bietet noch mehr Flexibilität. Der Dumper ist der perfekte Wagen für Ihren Garten oder Ihre Baustelle. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Miweber Bollerwagen.